15 Uhr die Nachrichten. Im Streit um die Kanzlerkandidatur der Union hat Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer die CSU kritisiert. Wenn man die Legitimität von Parteigremien in Frage stelle und sie als Hinterzimmer bezeichne, schade das dem gegenseitigen Respekt und der Zusammenarbeit in der Union, sagte die frühere CDU-Vorsitzende. Zudem schade es auch den repräsentativen Strukturen, die man in Deutschland habe. Im Streit mit CDU-Chef Laschet um die Kanzlerkandidatur hatte der CSU-Vorsitzende Söder darauf verwiesen, dass die Unterstützung der CDU-Gremien für Laschet nicht ausreichend sei. Mit Blick auf die Stimmungslage an der CDU-Basis und in der Bundestagsfraktion meinte er, es sei klug, wenn man nicht nur in einem kleinen Hinterzimmer entscheide. Die Gespräche zwischen Laschet und Söder gehen heute weiter. Die Verhandlungen würden sehr vertraulich geführt, hieß es aus Parteikreisen. Ziel sei nach wie vor eine Einigung an diesem Wochenende, wie sie von Laschet und Söder angekündigt worden war. Der frühere Unionsfraktionschef Merz ist von der CDU im Hochsauerlandkreis in einer Kampfabstimmung zum Kandidaten für die Bundestagswahl gewählt worden. Der 65-Jährige setzte sich gegen den derzeitigen Abgeordneten Sensburg durch. Merz erhielt 327 Stimmen, Sensburg kam auf 126 Stimmen. Beide Politiker hatten zuvor in Ansprachen um die Zustimmung der Delegierten geworben. Dabei übte Merz scharfe Kritik am Zustand der CDU, die ihren Kompass verloren habe. Das Treffen fand in einem Fußballstadion im sauerländischen Arnsberg statt. Bundesgesundheitsminister Spahn wurde im nordrhein-westfälischen Ahaus zum Kandidaten gewählt. Der CDU-Politiker erhielt gut 96% der Stimmen. Der Grünen-Vorsitzende Habeck ist im Norden Schleswig-Holsteins zum Direktkandidaten für die Bundestagswahl am 26. Moin, moin, die Man. Moin, moin. Er wurde in Steinbergkirche von den Mitgliedern der Kreisverbände von Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg gewählt. Habeck erhielt dabei 72 Stimmen bei einer Nein-Stimme. Zuvor hatte er erklärt, er wolle die Grünen in die Regierung führen. Es sei nicht gut, dass Deutschland zu lange nicht von den Grünen regiert worden sei. Auch die Co-Vorsitzende Baerbock soll heute für die Bundestagswahl aufgestellt werden. Sie ist alleinige Kandidatin für den Spitzenplatz auf der Landesliste. Ach schon, ziemlich müde. Am Montag aber ansonsten alles gut und selber. Entscheiden, ob Habeck oder Baerbock als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl vorgeschlagen werden. Die beiden wollen sich zuvor untereinander einigen. In Köln haben Unbekannte einen Farbanschlag auf das Auto des SPD-Bundestagsabgeordneten Lauterbach verübt. Das bestätigte ein Polizeisprecher am frühen Nachmittag. In der vergangenen Nacht war ein Farbeimer über das Auto des Gesundheitsexperten gekippt worden. Der Politiker und Arzt zählt zu den exponiertesten Persönlichkeiten in der Debatte um die Maßnahmen gegen das Coronavirus. Vielleicht jetzt, aber das wird ganz schnell sich ändern. Der Atomverhandlungen in Wien. Entsprechend äußerte sich die wenn das Spiel dann wieder so kreinlich wird wie es letzte Woche dann zum Schluss. Hauptstadt. Die Ergebnisse der Experten. Was hast du denn gemacht die Nacht? Und anschließend entschieden, ob es weitergehen solle. Falls es keine Aussichten auf konkrete Ergebnisse gäbe, werde Teheran den Tagungsort umgehend verlassen, hieß es weiter. Seit vergangener Woche wird in Wien über die Rettung des Atomabkommens von 2015 verhandelt. Diplomaten aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China, wie auch aus den USA, versuchen derzeit, den Iran zu einer Rückkehr zu dem Vertrag zu bewegen. In Großbritannien wird Prinz Philipp heute zu Grabe getragen. Wegen der Corona-Beschränkungen musst du arbeiten oder warum? Von Königin Elisabeth II. Im engsten Familienkreis statt. Warum machst du sowas? Die Zeremonie wird von zahlreichen Fernsehsendern in aller Welt live übertragen. Prinz Philipp war am Freitag vergangener Woche im Alter von 99 Jahren gestorben. Das Wetter. Okay, Wetter brauchen wir uns Kids mehr geben. Wölkt, gebietsweise Regen. Da gehen wir ins Spiel, nein. Okay. Ach du Scheiße, da habe ich auch schon 12 Stunden auf der Uhr bei dem Spiel. What the fuck? Ah, okay. Aber trotzdem ist das übel.
Sagen wir mal, wenn du 23 Uhr aufstehst, da wirst du ja so circa um 12 Uhr rum. Oder allerspätestens halb 1 Uhr rum. Naja, warte mal. Es geht sich gerade noch so aus. Da müsstest du ja eigentlich gleich wieder pennen gehen, sozusagen. Sodass du 23 Uhr dann wieder fit bist zum Aufstehen. Aber ich denke mal, jetzt wirst du Feierabend und Wochenende haben, hä? Hoffe ich für dich. Na dann. Computer an, Beine hoch. Und gemütlich irgendwas datteln. Und Kaffee trinken. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Gute Entscheidung. Wenn ich jung wäre, würde ich es genauso machen. Hä? Die habe ich doch das letzte Mal schon fertig gemacht. Darkness before dawn. Och nee, bitte nee, jetzt den ellenlangen Fight hier nochmal. Jetzt muss ich mich erstmal wieder reinfinden hier. Oh Gott, wie konnte ich einen Kameramodus wechseln? So. Das ist ja geil, ey. Ich hoffe, es bleibt bei dem kurzen Kampf. Sonst gehe ich ja gleich feste. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang der Kampf ging. Ich glaube, über 3 Runden. Ah, Gott sei Dank. Ah ja, das ist natürlich auch wieder wahr. Nee, ich habe auch relativ wenig. Oh. How did it happen? I've never seen anything like this. I can't remember. Maybe shrapnel, a plasma bolt. There was an explosion and I lost consciousness. I was healing fine until now. Listen, I feel better. We shouldn't stay here. I've been up all night waiting for you. You're going to love what will happen to you. Oh, Scheiße. Ich glaube, es kommt doch noch der Kampf. Oh, nee. Humanoids. There are so many. Where are they coming from? Can you still fight? Oh Gott, ich weiß gar nicht, was mit dem passiert. Also, das wurde bisher auch noch nicht so wirklich erörtert. They're probably still working. Once they're activated, we can man the ballista. Also doch noch mal den 3 Runden langen Kampf. Ja, nice. Da freue ich mich. Also so wirklich erklärt wurde das noch nie, was mit dem los ist. Es kann durchaus sein, dass das so am Anfang passiert ist. Wo die von dem Ehen Hoshi verfolgt wurden. Nee, aber was ich erzählen wollte, meine Nacht war halt auch ziemlich beschissen. Bin irgendwann zwischen 12 und 1 herum ins Bett gegangen. Und um 4 konnte ich schon nicht mehr pennen.
Also es war irgendwas zwischen um 4 und um 5 rum. Naja, und da hat dann... Da habe ich dann gesehen, dass beim Baseball die Dodgers gegen die Padres spielen. Das ist ein richtig cooles Duell. Da habe ich mir das angemacht. Dachte ich mir, naja, vielleicht kommst du ja da wieder ein bisschen besser zur Ruhe und schläfst nochmal ein. Aber irgendwie war ich so innerlich aufgekratzt und habe dann irgendwann gesagt, ach leck mich, da kann ich mich genauso noch nebenbei so ein bisschen an einen Rechner setzen und ein bisschen irgendwas daddeln. Da habe ich noch ein bisschen Eurotruck Simulator gespielt und nebenbei Baseball geguckt und dann ging das Spiel halt in die Extra-Innings. Ich glaube 4 oder 5 Stunden hat das ganze Spiel gedauert. Irgendwann zwischen 9 und 10 rum bin ich dann wieder ins Bett gegangen. Und da war ich dann wieder so aufgekratzt von dem Spiel, weil das so übelst spannend war. Dass ich da ohne mehr wirklich gut schlafen konnte. Und irgendwann musste ich mich dann aus dem Bett, weil ich musste noch einkaufen gehen. Ja, und dann, wo ich das alles hinter mir hatte, habe ich noch eine Kleinigkeit gegessen und dann habe ich gedacht, ach scheiß drauf, machst du einen Rechner an und streamst. Hey Tofino. Ah, okay. Da hast du aber ohne ganz schön lange Schicht gehabt. Ich hätte nicht gedacht, dass das nicht abgespeichert hat. Ich dachte, das speichert so relativ nach jedem durchstandenen Fight. Weil direkt zum Save Point gab es ja da nicht. Wo sind denn jetzt hier welche? Da unten. Sterbt! Allesamt! Ah, okay. Und da stehst du 23 Uhr auf? Oder könntest du einfach nicht mehr pennen? Dort ist einer, dort ist einer. Dort ist einer. Dort ist einer. Ne, warte mal, dort hinten beim Katapult, das sind ja 2. Okay. Hi Leute, ich komme mal kurz zu euch. Also die Erdklinge bringt nicht viel gegen die. Sag mal, du hast auch Probleme damit, dich im Browser bei Twitter anzumelden. Ja, genau. Auf dem Handy geht's ja, aber dort soll es wohl auch Probleme geben, dass man keine Follower mehr hat. Aber das Problem habe ich nicht. Ich habe erst bloß das Problem gehabt, ich wollte mich am PC anmelden. Da stand immer nur, ich weiß gar nicht, was das für eine Fehlermeldung war.
Da war halt aktualisieren, genau, dort, wo man sich